Heute besuchen wir die letzte Attraktion in der Kampfzone. Und da schauen wir erstmal hier weiter. Ein NPC. Ich sag's dir, als man mir von der Kampfzone erzählt hat, könnte ich meine Leine einfach nicht mehr gerade halten. Ich habe auf der Stelle die Angel weggepackt und bin hierher geflitzt. Oh geil, und was machst du hier rumstehen? Nichts weiter. Hier, das letzte, die letzte Attraktion in der Kampfzone steht hier. Unter den 5 Einrichtungen hier finde ich das Kampfpalais am besten. Das liegt vor allem daran, dass es dort Katlea gibt. So, das Kampfpalais. Kämpfe mit Palais-Punkten bestreiten. So, jetzt geht's ab. Schauen wir mal rein, was es damit auf sich hat. Das wird sicherlich noch einmal sehr interessant. Gewinnen deine Pokémon, ohne Schaden zu nehmen, erhältst du mehr PP. Es ist gut, viele PP zu haben. Ich hingegen habe nur ganz wenige. Stellst du dich Gegner mit höheren Leveln, verdienst du mehr PP. Wie heißt es doch so schön, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Da hast du vollkommen recht. Und du, was sagst du? Zunächst darfst du die PP nur zum Wiederherstellen deiner KP einsetzen. Du kannst PP aber auch einsetzen, um deinen nächsten Rang zu erreichen. So kannst du auch AP wiederherstellen. Sehr schön, okay. Wissen wir schon mal Bescheid? Vor jedem Kampf solltest du dir die gegnerische Aufstellung ansehen. Geize nur nicht mit deinen PP. Wenn du verloren hast, ist es dafür zu spät. Wie heißt es doch so schön? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Oh, lauter Weisheiten gibt's hier heute. Oh Herr Pre... Was? Oh Herr Perenus. Wie edel, sich selbst völlig zurückzunehmen, um gänzlich Lady Katlea dienen zu können. Wahrlich, wie edel. Okay, wen meinst du denn da? Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. Wenn du verlierst, dann stehst du mit deinen PP wieder bei Null. Das ist das ehrene Gesetz des Kampfpalais. Es ist mein großer Traum, in der Zukunft mit einem schönen Kleid auf einem Schloss zu leben. Ich wollte natürlich sagen, mit einer Frau in einem schönen Kleid. Alles klar, genau. Er hat sich soeben geoutet. Willkommen im Kampfpalais. Ich stehe dir in der Kategorie Einzel- und Doppelkämpfe zur Seite. So, jetzt geht's los hier. Wir machen mal die Einzelkämpfe. Bitte Pokémon auswählen. Wie viel können wir hier auswählen? 1, 2. Gehen hier wieder 3? Oder? Okay, es gehen hier 3 Pokémon. Okay. Ja, schauen wir mal, was es hier auf sich hat. Man kann sich die gegnerische Aufstellung ansehen. Und wahrscheinlich dann danach entscheiden, ob man heilt oder nicht. Ja, mal schauen. Mal schauen, was es hiermit auf sich hat. Hier entlang bitte. Jawohl, ich folge dir unauffällig. Jetzt geht's los, das Kampfpalais. Wer bist du denn? Willkommen im Kampfpalais. Mein Name ist Perenus. Ich handle im Auftrag der Dame Katlea, der Besitzerin des Palais. Zuerst muss ich dich um alle Items bitten, die deine Pokémon halten. Du bekommst sie beim Verlassen des Palais selbstverständlich zurück. Aha, ja. Dann habe ich hier 10 Palais-Punkte, PP genannt. Sie sind nur hier einsetzbar. Hier, bitte, sie gehören dir. Bitte lege fest, was du tun möchtest. Was selbst und Gegner? Du kannst ein Pokémon heilen oder ein Item fürs Ausleihen, okay? Du kannst einen Blick auf die Pokémon deines Gegners werfen, ist ja egal. Brauche ich ja jetzt nicht. Ich würde einfach mal erstmal... Was kann man denn hier ausleihen? Bitte wähle ein Pokémon, okay? Du kannst dir eine Beere oder ein Item ausleihen, aber wahrscheinlich nur für den Kampf hier. Okay, da würde ich sagen, schauen wir uns das mal später an. Ich würde jetzt erstmal direkt in den Kampf starten, ja? Den Gegner auszuspähen, auszuspionieren, würde wahrscheinlich nur was bringen. Das ist sie wahrscheinlich hier, Katlea. Ah, das sieht ja schon cool aus, das muss man sagen. Also das gegnerische Ausspionieren ist wahrscheinlich dafür da, dass man das Pokémon-Team eventuell heilt oder man legt ab, ob man das auch so schafft, deswegen vielleicht. So, jetzt kämpfen wir hier gegen Evoli, okay. Das ist natürlich jetzt nicht so stark. Es kommt mit Bodycheck um die Ecke, outspeedet uns. Und das macht sogar gehörigen Schaden, hat aber auch Rückstoß. Jetzt kommt der Wutanfall und er sollte schon einiges an Damage austeilen können. Evoli wird ja wohl nicht so viel aushalten können. Das sieht doch gut aus. Das reicht wunderbar. Evoli ist besiegt und als zweites ein Azumarill. Okay, man kann hier nicht auswechseln. Liegt das am Wutanfall oder kann man das generell nicht zwischen den Pokémon kämpfen? Ja, ich glaube, das liegt jetzt am Wutanfall. Da kann man nicht auswechseln.
Und bei Azumarill reicht das nicht ganz, aber fast. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ein Igla wird ihm auch nichts mehr viel nützen. Das nützt ihm auch nicht mehr so viel. So, wir sind verwirrt und vielleicht treffen wir mit Turbo-Tempo in den Sieg hier. Nein, natürlich nicht. Das war so klar. Die Verwirrung schallert instant ins eigene Gesicht rein. Aber ist okay. Wir haben ja 3 Pokémon zur Auswahl. Aber wir müssen die danach heilen, ne? Ich glaube, die werden ja nicht selbstständig danach geheilt. Alter, schon wieder. Das läuft hier. Die werden ja danach wahrscheinlich nicht selbst von selbst geheilt. Da muss man wahrscheinlich aufpassen hier. Okay. Turbo-Tempo. Jetzt sind wir nicht mehr verwirrt. Turbo-Tempo und Ciao Kakao. Azumarill geht down. Kommt das letzte Pokémon dieser, weiß ich nicht, Planscherin, dieses kleinen Mädchens hier, was das auch immer ist. Sie hat ein Krakeelo. Okay. Aber man kann hier nicht auswechseln. Das geht tatsächlich nicht. Man kann hier zwischendurch nicht auswechseln. Joa, ich kann, keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Keine Ahnung. Nassschweif. Könnte durchaus ein Normal-Pokémon sein. Aber das finden wir schon noch heraus. Okay, Nassschweif normal effektiv. Der reicht ja schon fast. Und dieser Kollege gönnt uns einfach direkt wieder eine Verwirrung. Aber ich denke, es wäre schlau, hier mit Dragoran drin zu bleiben. Bevor wir dann noch ein zweites Pokémon heilen müssen. Jawohl, wir treffen. Sehr schön, Krakeelo geht down. Haben wir die erste Gegnerin schon besiegt. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Mal schauen, was jetzt auf uns wartet. Wie das jetzt vonstatten geht. Katlea. Perinos, PP, sofort für diesen Trainer. Sofort, los, unverzüglich. Gut gemacht, Merlin. Das war ein ziemlich beachtlicher Sieg. Lady Katlea hat mich angewiesen, dich mit 27 PP zu belohnen. Okay, 27 Stück. Können wir ja einiges anstellen. Als nächstes folgt Kampf Nummer 2. Du bist doch bereit, oder? Ja, fortfahren, natürlich. 37 PP. Ja, okay. Die sind tatsächlich angehittet. Tauschen kann man die jetzt nicht austauschen. Das geht nicht. Was kostet denn heilen? KP wiederherstellen. Und was ist Rang plus? Wenn du einen neuen Rang erreichst, kannst du AP wiederherstellen. Okay. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das macht 10 P. Okay, 10 PP ist okay. Items brauchen wir jetzt noch nicht. Na gut, aber das gegnerische Team anzuschauen, um dann zu heilen, das ist ja eigentlich völliger Käse. Wir können ja jetzt an unserem eigentlichen Team nichts ändern. Nur halt Items mitnehmen oder dergleichen. Wir schauen einfach mal, was jetzt hier wird. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. So, jetzt geht's los. Ein Bühnenstar haben wir hier. Einen grauen Bühnenstar. So, jetzt geht's los. Bühnenstar Mia mit starrer Lilly. Auf Level 50. Okay. Ist aber schade, dass man das Pokémon-Team halt nicht hin und her switchen kann. Zwischen den einzelnen Gegnern. Also zwischen den einzelnen Pokémon, das meine ich hier. Greifen wir doch einfach mal mit Wutanfall, Step an. Das könnte eigentlich bei solchen kleinen Pokémon hier reichen. Da ist es ja egal, was man hier einsetzt. Die nehmen so oder so viel Schaden. Das reicht schon, sehr cool. Erstes Pokémon direkt besiegt, das zweite voll Krakeelo schon wieder, Alter. Mal schauen, wie viel wir hier mit Wutanfall machen können. Könnte durchaus auch viel Damage werden. Aber lassen wir uns mal überraschen, was hier passiert. Wie viel Krakeelo einstecken kann. Ob er nichts einstecken kann. Der kann nichts einstecken. Das war ein Volltreffer. Das reicht sehr schön. Krakeelo down. Aber jetzt sind wir verwirrt. Dragoran ist vor Erschöpfung verwirrt. Jetzt kommt ein Wablu. Ein Wablu kommt jetzt hier. Okay. Okay, okay, okay. Bleiben wir bei Wutanfall. Wir sind verwirrt, aber wir treffen nicht. Wir treffen nicht und verletzen uns schon wieder selbst. Das läuft hier. Sternschauer sollte jetzt nicht so viel Damage machen. Sollten wir nicht so viel Schaden dadurch nehmen. Nein, noch 114 KP. Wir sind immer noch verwirrt. Und wir treffen mit dem Wutanfall. Aber ob der gegen Wablu reicht, das ist hier die andere Frage. Könnte eigentlich reichen. Gegen so ein kleines Pokémon hier. Das reicht wunderbar. Haben wir den zweiten Gegner in diesem Spiel besiegt. Und da, nach diesem sollten wir vielleicht gar nicht heilen müssen. Könnten wir eigentlich direkt versuchen, den nächsten Gegner zu schaffen, ohne zu heilen. Wie viel gibt es jetzt? 28 PP. Okay, können wir schön anhäufen.
PP anhäufen. Bei den ersten Gegnern brauchst du ja wohl keine Items ausleihen. Die werden ja wohl nur für den jeweiligen Kampf sein. Wir kämpfen gleich weiter, Kollege. Auf geht's. Perenos. Herr Perenos. Was gibt's denn jetzt hier noch? Sei nicht so schüchtern. Ja, nein, bin ich nicht, Kollege. Was hast du für Pokémon mit dabei? Wir kämpfen jetzt gegen Schnösel Gustavo mit Drifloon. Okay. Drifloon, auch ein sehr cooles Pokémon. Sehr cooles Ding. Können wir jetzt aber nicht sehr effektiv treffen. Ist doch, glaube ich, ein Geistflug-Pokémon. Könnte man ja jetzt auch nicht auswechseln. Ja, Eis vielleicht, aber ob das jetzt was bringt, hin und her zum Wechseln. Dragoran ist eher einmal angefressen. Greifen wir ja, Flügelschlag war jetzt vielleicht die dümmste Attacke, die wir hier einsetzen können. Obwohl die eigentlich auch ganz gut Schaden macht hier. Das reicht sogar fast. Das Ding hat noch eine Beere. Nee, doch. Spitzangriff steigt. Der hat Eissturm drauf. Warum denn auch nicht? Warum hat er denn Eissturm drauf? Ey, Kollege! Was soll das? Das ist sehr effektiv, ist ja klar. Aber dass das schon direkt reicht. Woher hat der denn Eissturm, der kleine Sack? Alter Schwede, ne? Das machen wir jetzt mit Rosanna kaputt, das Ding. Das glaubst du gar nicht. So, jetzt ist die Frage. Blizzard trifft sie effektiv. Weiß nicht. Das ist ein Geist, glaube ein Geistflug-Pokémon. Ob Psycho da eine Wirkung hat? Gegen Unlicht haben wir keine Wirkung. Er outspeedet uns mit Windschnitt, okay. Psycho hat, glaube ich, auf Unlicht keine Wirkung. Aber auf Geist trifft es schon mal. Ist normal effektiv, okay. Okay, Kollege, haben wir das? Zweites Pokémon, ein Slimer. Da bleiben wir ja gleich drin. Bleibt uns gar keine andere Wahl. Wir greifen mit der Psychokinese an und die sollte hier reichen. Gegen ein Gift-Pokémon sind wir safe unterwegs. Aber wir müssen nach diesem Kampf schon wieder zwei... Sollten wir wahrscheinlich doch mal heilen. Zwei Pokémon heilen. Damit wir wieder full life sind. Und ein Haspiro, okay, ein Normal-Pokémon. Das macht das Ganze aber hier nochmal deutlich schwieriger, weil wir ja hier nicht hin und her switchen können, je nachdem, was der Gegner für ein Pokémon parat hat. Das macht die Sache schon deutlich schwieriger. Aber am Anfang ist es halt noch ein bisschen einfacher generell. Aber es wird dann, denke ich, schwieriger. Gegen die kleinen Pokémon hier ist überhaupt kein Problem. Schaffen wir doch mit links den Schnösel Gustavo. Jetzt müssen wir wieder aber einige PP berappen, damit wir wieder frisch und munter sind. Wie viel gibt es jetzt? 29 wahrscheinlich. 20? Was? Nur 20? Habe ich... Ja, wahrscheinlich. Vielleicht hängt das damit zusammen, wie man gewonnen hat. Ob schon Pokémon down sind oder so. Ja, wir fahren fort. Wir müssen erstmal heilen, Kollege. Ihr Dragoran heilen. Aber die werden schon von selbst wiederbelebt. Okay, mit einem KP. Ja, guck an. Heile, heile. Alle Pokémon. Ende. Ja, alle geheilt. Wir kämpfen jetzt. Bitte weitergehen. Jawohl, mache ich. Gibt es ja auch 7 Gegner und danach ist Schicht im Schacht. Und danach steigt man in den nächsten Rang auf. Oder wie läuft das hier bis zum bitteren Ende? Das weiß ich gar nicht. Bei den Rangkämpfen konnte man ja, glaube ich, auch bis zum bitteren Ende kämpfen, bis man halt verliert. Also im Kampf Dingsbums hier, wo man sich den jeweiligen gegnerischen Typen aussuchen konnte. So, gegen Quapuzzi, ja. Gegen ein Wasser-Pokémon haben wir natürlich jetzt auch nichts dabei. Weiß nicht, ist das ein Quapuzzi? Ist doch die kleinste. Quapuzzi ist doch das kleinste. Ob die dann einen Typ Kampf schon mit drin haben oder ob das dann erst später dazugekommen ist. Quappo hat ja, glaube ich, den Typen Kampf mit dabei. Aber der macht ganz gut Schaden, der Flügelschlag hier. Eher Regentanz, das ist okay. Wenn man Wassertempo hat, ist es ein bisschen scheiße, aber wir greifen zuerst an und hauen das Quapuzzi schon mal weg. Das ist sehr gut, war ein Volltreffer, hätte auch so gereicht. Zweites Pokémon ist ein... Was hast du? Wohin genau, okay. Wohin genau von Team Rocket? Aus dem Anime. Keine Ahnung, was das für einen Typen hat hier, wohin genau. Wir nehmen einfach mal den Wutanfall. Vielleicht reicht der sogar für einen One-Shot. Wäre sehr cool, dass der zweite Wutanfall instant auf das dritte Pokémon trifft. Aber das geht schon wieder ganz
Ah. Spiegelcape fehlgeschlagen. Es regnet weiter. Der zweite Wutanfall wird immerhin für das Wohin genau hier reichen. Der wird immerhin für das Ding hier reichen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und im nächsten Video, in der nächsten Folge, steht übrigens dann Trainer Rot an. Bis dahin werde ich nochmal einiges trainieren müssen. Vielleicht auf Level 80, 82, 83 durchschnittlich. Und dann sehen wir uns auf dem Silberberg wieder. Und da gibt es ein episches Match gegen Trainer Rot. Das wird richtig geil. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten den Kanal und seid dann immer mit am Start. So, Wutanfall trifft auf Vati und der reicht sehr schön. Müssen wir gar nicht heilen nach diesem Kampf. Sehr schön. Die Picknickerin Ida eingepackt. In den Picknickkorb eingepresst. Jawohl, jawohl. Wie viel gibt's jetzt? Wir bekommen jetzt 29. Ja, sehr schön, sehr schön. Hängt wahrscheinlich echt damit zusammen, wie viel KP, wie viel Pokémon man hier verliert. Fortfahren. Ja, wir müssen eigentlich gar nichts machen. Wir können direkt weiterkämpfen. Items brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich weiß ja auch nicht, wenn das dann nach 7 Kämpfen enden sollte, ob dann die ganzen PP wieder auf 0 zurückgesetzt werden oder ob man die dann mit in den nächsten Durchgang nehmen kann. Das ist eine sehr interessante Frage, aber lassen wir uns mal überraschen. Erasmus mit Endivir. Oh, das ist ein sehr schönes Pokémon hier. Auch sehr schön. Eins der Starter-Pokémon in Heart Gold. Finde ich auch sehr cool. Sieht sehr schön aus. Flügelschlag wird, trifft natürlich sehr effektiv und das sollte reichen. Das reicht auch wunderbar. Was willst du hier erwarten? Lavitar kommt. Okay. Lavitar, das ist doch der Drache. Ein Drache vom Allerfeinsten und den treffen wir mit Wutanfall sehr effektiv. Mal schauen, was dann das letzte Pokémon ist. Was der Kleine hier dann noch so zu bieten hat. Das auf jeden Fall hier weggebumst. Linfa, natürlich. Noch einen weiteren Starter aus der Sinnoh-Region mit dabei. Und das ist ein Wasser-Pokémon hier. Mal schauen, wie der Wutanfall hier abschneidet. Könnte auch reichen gegen das kleine Pokémon. Sollte jetzt nicht die größte Hürde darstellen. Nein, das reicht, Dicke. Sehr schön. Erasmus besiegt. Der kleine Ninja-Junge hier. So, das war jetzt, glaube ich, Kampf 5. Kommt noch 6 und 7. 29 PP gibt's. Okay, das wäre echt schade, wenn man die dann verliert. Also wenn man 7 Kämpfe gewonnen hat und man dann erstmal wieder rausgeht, so wird es da wahrscheinlich sein, oder? So, wir warten es mal ab. Wir können gleich weiterkämpfen, Kollege. Wir brauchen ja gar nichts. Weder heilen noch Items noch Pipapo. Wir machen hier einfach mal weiter. Die Items werden aber, denke ich, noch einiges mehr kosten. Wenn heilen schon 10 PP kostet, kostet ein Item, wahrscheinlich ein cooles Item. Weiß ich jetzt nicht, wie der Expertengurt oder so, wird wahrscheinlich schon 20, 30 PP kosten. So, der Kollege hat ja nicht den Typen Eis mit drin, ne? Nein, nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nicht Eis. Ist, glaube ich nicht. Weiß nicht. Irgendwie Psycho-Pokémon oder sowas. Konnte man in Diamant und Perl und Pipapo. Das reicht nicht, Alter. Auf dem Weg nach Blizzach finden. Auf dem Berg, wie hieß er noch gleich? Keine Ahnung, wie der Berg hieß. Aber dort konnte man es auf jeden Fall bekommen. Auf dem Weg nach Blizzach durch diesen Berg. In der Schneelandschaft gab es das, glaube ich, schon. Okay, Schnäppke. Schnäppke protected erstmal hier. Es schützt sich selbst. Wir gehen wieder auf Nassschweif. Der trifft gegen ein Eis-Pokémon. Weiß nicht, wie viel Schaden wir hier machen. Das reicht einfach mal. Das war ein Volltreffer. Sehr schön. Und das dritte Pokémon im Bunde ist ein Magnetilo. Okay. Magnetilo nicht entwickelt. Wird von Nassschweif. Nein, wir greifen physisch an. Physisch ist ja hier ziemlich hoch bei dem Kollegen. Drücken wir mal den Wutanfall. Mal schauen, wie viel der macht. Der sollte immer noch am meisten machen. Gegen dieses Teil hier. Okay, der ist nicht sehr effektiv. Das war halt blöd. Hätte man vielleicht doch mit Wasser angreifen sollen. Reflektor erhöht auch noch die physische Verteidigung, ne? Oder senkt den physischen erlittenen Schaden. Okay, treffen wir immerhin dreimal. Wutanfall kann da nicht zwei oder dreimal treffen. Zwei bis dreimal. Nein, wir sind jetzt ins Den verwirrt.
Machen wir mal einen Nassschweif hier. Wir sind verwirrt. Und genau, genau. Das, was immer passiert. Metallsound minus 2. Verteidigung? Spezialverteidigung minus 2. Okay. Der will uns auseinandernehmen. Der Nassschweif trifft aber. Da war auch physisch, oder? Ist auch ein physischer Angriff, glaube ich. Der ist jetzt ein bisschen gedämpft durch den Reflektor. Und die Schockwelle, die ist wahrscheinlich spezial, ja? Weil er Metallsound gedrückt hat. Die wird ordentlichen Schaden machen. Jawohl. Ja. Nassschweif nochmal. Das wird nicht ganz reichen hier. Das wird halt nicht reichen. Ja, aber er drückt nochmal Metallsound, okay. Das ist okay. Er lässt Dragoran einfach mal stehen. Der Reflektor funktioniert nicht mehr. Wir drücken Turbo-Tempo und das sollte hier reichen. Magnetilo weg vom Fenster. Das reicht. Also von speziellen Wasserattacken wird Magnetilo, Magneton ja auseinandergenommen. Das macht übelsten Schaden, weil die Spezialverteidigung einfach völligst im Keller ist bei den Teilen hier. Aber hatten wir jetzt gerade nicht auf unserem Pokémon drauf. So, wie viel gibt es jetzt? Jetzt gibt es 25 PP. Okay, nehmen wir gern mit. Und jetzt kommt noch Kampf Nummer 7. Wir heilen aber nochmal unser Dragoran. Fortfahren. Selbst heilen. KP wiederherstellen. Und Rang Plus, da werden dann die AP wahrscheinlich wieder voll hergestellt. Aber mal schauen, bisher konnten wir eigentlich alles fast mit einem Pokémon machen. Wir kämpfen. Wir kämpfen jetzt gegen den 7. Gegner. Und der könnte wahrscheinlich schon entwickelte Pokémon dabei haben. Oder sie hier. Lass mal sehen, was sie jetzt hier hat. Ist ja meistens so, dass der 7. Gegner bereits etwas stärker ist. Ein Amoroso hat sie, okay. Könnte Wassergestein sein. Da weiß ich jetzt nicht, was die hier da machen könnten. Einfach mal einen Wutanfall probieren. Der hat noch viele AP. Wie viel machen wir hier? Mehr als die Hälfte ist immer gut. Das reicht. Jawohl. Stachler. Was macht Stachler? Wurde mit Stacheln umgeben? Ist das so ähnlich wie Tarnsteine, dass wenn wir ein Pokémon einwechseln, dass das verletzt wird? Auf jeden Fall reicht der Wutanfall hier schon mal für Amoroso aus. Das ist schon mal sehr gut. Als zweites ein Morabbe. Oh, das ist auch cool. Hydropi. Glaube ich, kommt von der Reihe Hydropi. Jetzt trifft er dreimal der Wutanfall. Das ist ja cool. Ohne Verwirrung gleich dreimal. Und er reicht für das Ding hier einfach mal aus. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Jetzt sind wir verwirrt. Das macht nichts. Der Gegner nur noch ein Pokémon übrig. Und das ist ein Snowbilly Cat. Okay, bräuchten wir jetzt einen Kampfmove. Haben wir aber nicht mit dabei. Bleiben wir einfach mal bei Wutanfall. Angeberei. Okay, wenn wir jetzt mit Wutanfall treffen, Kollege. Ne? Wir sind sowieso schon verwirrt. Dragoran ist verwirrt. Und trifft mit Wutanfall. Und wenn der jetzt nicht reicht, dann weiß ich ja auch nicht. Wir sind auf plus 2, Kollege. Plus 2. Und das reicht einfach mal. Sehr, sehr schön. Das reicht sehr schön. Trina, Kämpferin Trina, besiegt. Und wie geht's jetzt weiter? Wir haben 7 Gegner besiegt. Ja, PP für diesen Trainer gibt es. Sehr schön. 29 PP gibt's wieder. Sehr schön. Aber was passiert jetzt? Nein, nicht speichern. Okay, jetzt gibt es erstmal 3 GP. 3 GP gibt's jetzt erstmal noch. Jetzt gibt es, okay, man geht jetzt erstmal wieder raus und kann dann erneut starten. Aber ob die PP dann gespeichert werden, weiß ich nicht. Okay, war sehr interessant. Finden wir beim, vielleicht probiere ich das irgendwann mal noch aus, die zweiten Runden oder so. So, mit denen haben wir hier schon alles, mit denen haben wir schon geredet, mit diesen NPCs hier. Nur noch in diesen Zwischenstufen hier mit den Kollegen haben wir noch nicht gesprochen. Wenn wir uns von der Angst vor einer Niederlage herumkommandieren lassen, können wir auch nichts erreichen. Aber eins sage ich dir. Seine Pokémon in einen aussichtslosen Kampf zu verwickeln, ist für mich alles andere als ein Zeichen von Mut. Das ist einfach nur dumm, Junge.
So, mit ihm. Und hier drüben auf der anderen Seite stand auch noch jemand. In der Kampffabrik musst du mit Leih-Pokémon gewinnen. Damit wird dein Wissen über Pokémon genau geprüft. Für jemanden, der sonst keine Chance auf einen Sieg hätte, ist das ideal. Und du noch, Kollege. Im Kampfsaal, wo sich die Favoriten unter den Pokémon aller Trainer Duelle liefern können, hat sogar mein Carpador Aussichten auf einen Sieg. Mann, 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 es gibt wilde Zeiten, Junge. So, mit denen anderen haben wir schon mit allen anderen? Die Wogen des Lebens spielen uns allen übel mit. Deshalb sollte jeder von uns auf das Schlimmste vorbereitet sein und immer einen Schwimmreifen dabei haben. Zu diesem weißen Schluss bin ich im Verlauf meiner 5 Lebensjahre schon gekommen. Willst du einen kaufen? Ich habe welche dabei. Toll, eine Maßgetrabsteuer-Miniatur der Kampfzone, sehr cool. Was gibt's bei dir nochmal? Roarty Rubbelkarten, nein, 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 das brauchen wir nicht. So, dann sind wir jetzt erstmal mit der Kampfzone fertig. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder auf dem Silberberg und kämpfen gegen Trainer Rot. Aber ich trainiere bis dahin noch etwas. Bis zum nächsten Mal, bis dann und tschüss.